Und ich werde jetzt das Raclette vorbereiten für heute Abend. Denn heute ist Silvester. Hier schneide ich Zucchini. Kartoffeln habe ich schon gekocht. Hier kocht das Nudelwasser. Da kommt jetzt erstmal ein Schlückchen Olivenöl. Richtig. Da, 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 da. Und dann machen wir noch ein bisschen Salz. Oh, hat sie jetzt gerissen. Salz. Das Pfeffer ist da runtergefallen. So. Was natürlich nicht fehlen darf. Türkische Knoblauchwurst. Wie ihr seht, ich bin wieder hier und ich habe jetzt eine Scheibe Setschuk. Okay. Warte, bis ich fertig bin mit dem Schneiden. Erzähl doch mal, warum wir nicht so lange warum wir so lange nicht mehr geblockt haben. Weil da kann wir waren im Krankenhaus und da kam jemand auf die Geburt und das ist die kleine Elena. Da kam jemand auf die Welt und das ist die Elena, ne? Ja, wer ist die Elena? Deine Schwester. Und meine Mama war im Krankenhaus und wir haben für die gekocht. Wir sind nach Hause gegangen und dann haben wir Essen gekocht und sind dann nochmal zu ihr gegangen. Ja. Habe ich eine Scheibe jetzt? Ja, hier, bitteschön. Danke. Tschüssi. Tschüssi. Was machst du denn? Ja, auf jeden Fall. Am 17. August kam die Elena zur Welt. Eine Woche Verspätung als geplant. Aber nichtsdestotrotz wollte ich erstmal die nächsten 4 Monate mit meinen Kindern da. Für wen ist die? Für Papa. Du Dieb. Wollte ich einfach die Zeit genießen mit der Kleinen. Und natürlich mit Stella. Und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust gehabt zu filmen. Und ich habe es auch echt vergessen. Und ja, und jetzt ist mir wieder eingefallen. Ach ja, zudem hatten wir kein richtiges, gescheites Stativ. Da hatte ich sowieso keine Lust zum Vloggen. Ja, aber jetzt versuche ich wieder regelmäßig Videos hochzuladen. So. Mama, kann ich ein Stück Brot? Brot? Ist es scharf, die Wurst? Nee, ne? Versuche ich jetzt nicht so ein Stück Brot. Warum? Was ist denn? Schmeckt die nicht? Doch. Aber? Aber die war gerade ein bisschen scharf. Also war sie doch scharf? Dann machen wir die Tomaten noch mit rein. Dann
Pilze. A little bit Pilze essen. Und danach nochmal Pilze? Der Papa tut die nicht schälen, ne? Nee, da tut die nur putzen. Mit Zeba. Mhm. Magst du viele Pilze essen oder wenige? Viele. Okay. Putzen wir die auch. Und da tun wir Kräuterbutter rein. In die Pilze. Was ist? Ist ja doch ein bisschen scharf. Und Mitternacht, wenn es Mitternacht ist, dann fangen wir an zum Knallen. Ja, aber dann ist ja Neujahr. Mhm. Was ist dann? Jetzt haben wir 2017. Was kommt dann? 2018. Richtig. Ich höre schon ein bisschen meiner Schwester beim Reden. Ich mache das halt alles ein bisschen schneller. Ja. Was denn? Mit ihr so reden, damit ich so schneller... Meinst du, du kannst ja schneller sprechen lernen? Mhm. Das könnte sein, dass das funktioniert. Ob dein Experiment aufgeht, werden wir ja dann sehen. Mhm. Sei da vorsichtig, ich habe ja ein scharfes Messer, ne? Und ja. Erzähl doch mal, was du zu Weihnachten bekommen hast vom Christkind. Also einmal Aquavits, da sind so kleine Perlen und so Koffer. Und eine Love Baby Ball. Mhm. Die Baby Ball Walk oder Walk oder was immer? Ball. Oh. Was? Der ist mir auseinandergebrochen. Aber noch ein bisschen, das ist nicht schlimm. Und die Babyborn-Dusche. Und Lego Friends, der Freizeitpark. Ja. Lego Friends, Stephanies Haus. Ja. Lego Paw Patrol Puzzle. Und ein Buch. Und den Lego Friends Spielplatz. Nee. Doch. Vom Kostas sein Christkind, von deinem Onkel sein Christkind. Genau. Und? Schneekugel? Nee, das war ja von meinem Christkind. Also das habe ich ja zum Christkind bekommen. Aber, die Nudeln. Und das war's. Und Ello ist Surprise. Und Ello ist Surprise, genau. Und ich zeig euch mal das Buch mit ganz vielen Geschichten. Ja, zeig mal, das ist ein cooles Buch. Also, das Buch sieht. Okay, die 5 lassen wir für morgen fürs Rechnen. So aus! Genau, das ist ein von Leserabel, verrückte Schulgeschichten für Erstleser. Bücher, was es auch noch gibt, aber ich habe dieses Buch gelesen, weil ich bin ja ein Anfangsleser. Erstleser. Genau. So. Und ich finde dieses Buch schön. Beim Christkind habe ich mich auch schon bedankt. Das hast du aber sehr schön gemacht. Und was ihr dem Christkind natürlich zu der Fahrt oder Fliegerei gegeben haben, eine Tasse Milch und ein Teller Kekse. Zu der Fliegerei. Welche Fliegerei? Zu Lisa. Ach so, wo der zu uns geflogen ist, wo wir in der Kirche waren. Ja, und wir waren heute im Park, haben dort ein bisschen geknallt.
Ich war ein bisschen auf dem Spielplatz ganz kurz. Und dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Dann habe ich auf den Weg geknallt. Und solche Knallteufels. Du musst ja keine Zwiebeln reintun. Kann ich vielleicht eine Nudel. Stella, wir essen jetzt gleich Raclette. Wenn du jetzt anfängst zu mampfen, isst du nachher nichts. Aber eine Nudel nur. Eine. Okay, eine. Die ist aber heiß. Ich puste. Ja, eine Nudel. Brennen die. Ja, Halleluja. Ja, wir sehen mich. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Play-Doh, bis das Essen fertig ist. Ich mache mal die Play-Doh. Ja, das ist orange. Habe ich einmal rot. Und green. Green color, green color. Ja, und ich streiche das Ganze. Gib mir nur kaputt. Ich muss ein bisschen nach hinten rutschen. Und dann mache ich das hier platt. Ich mache das ganz vorsichtig platt. Ja, mit der Platte. Vorsichtig. Und ich mache es so. Das Brötchen. Ja, mache ich dann mal schon mal Butter drauf. Ganz wenig. So klein. So klein reicht das. Kleine Brötchen hier auch. Butter erstmal. Und ja, die Butter sieht gut aus. Butter. Ich mache das mal so. Nicht so. Dann ist mein Brot. Und was ich jetzt mit dem Ganzen mache, ziehe ich schon mal auf. Es gibt so. Es wird schon langsam dunkel. Ich muss das jetzt hier alles schnell hinbekommen. Nachher ist Mitternacht. Und da kann ich dann nicht mehr vloggen. Da sieht man ja nichts mehr fest. Und Mama, du musst dich. Beeil dich mal ein bisschen. Wieso denn? Es wird schon langsam dunkel. Ja, aber es dauert noch. Küche ist jetzt nicht geschlossen. Mal schauen, wie der kommt. Schon ist fertig. Ich hole mir jetzt mal wieder. Und meine Mama ist jetzt auch wieder da. Und ich gehe euch. Bruder, mal warte hier. Fetch. Da mache ich gleich mal das ganze Bett leer. So viel brauche ich da. Männchen. So, Zeichen zu sehen. Und hier meine Mama hat
Blödsinn im Kopf. Und du hast ein bisschen Blödsinn im Kopf. Komm mit. 3, 1. Das war nichts. Nochmal. Wer zerstört den Saturn? 3, 2, 1. Schatz, ich hab's geblitzelt. Das war die Hand. Nee, das war. Eins, erst bei 1 muss schon aufmachen. Okay. Okay. Wer? Zuerst blinzelt hat verloren. Okay. Okay. Also, alle Augen zu. Und du darfst nicht in das Licht reinschauen, okay? 3, 2, 1. Mama, bitte. Ich hab gedacht, du siehst es nicht. Ich hab gedacht, du siehst es nicht. Deine Augen. Die brennen so. Die brennen. Die brennen. Oh. Noch einmal. Meine Augen brennen. Aber meine nicht. Ich hab das aber nicht so. Okay, nochmal. Okay, letzte Runde. Augen zu machen. Und nicht ins Licht schauen, gell, wenn du die Augen aufmachst. Meine Augen brennen so. Meine Tränen. Wer zuerst blinzt, ist halt verloren. 3, 2, 1. Der Schmerz ist zu groß.